Reptiloide wollen uns regieren. Niemand war am Mond und Elvis lebt. Verschwörungserzählungen bestechen durch ihre scheinbare Logik und Einfachheit. Aber was genau kennzeichnet so eine Verschwörungserzählung und warum sollten wir nicht Theorie dazu sagen? Eine Theorie ist eine Basis für eine fundierte wissenschaftliche Erklärung. Genau das sind Verschwörungserzählungen aber nicht. Sie sind eher aufgebaut wie Geschichten, Märchen fast. Solche, in denen es um Gut gegen Böse geht. Es ist innerhalb der Geschichte gut zu unterscheiden, wer gut und wer böse ist. Der Plot ist einfach, ohne irgendwelche Verstrickungen. Die Guten haben die einzige Wahrheit und durchschauen das Spiel der Mächtigen. Klingt verlockend, Das ist aber noch nicht alles. Neben der möglichst klaren Geschichte wird auch so etwas wie eine eigene Sprache verwendet. Es kann gar nicht sein, dass die Amerikaner in den 70ern am Mond waren. Es ist ganz klar ersichtlich, dass die Fahne im Wind weht. Am Mond geht aber kein Wind. Die Lügenpresse will uns nur immer noch für dumm verkaufen. Aber die Wahrheit kommt ans Licht. Wir lassen uns nicht mehr im Dunkeln halten. Also, werdet skeptisch, wenn euch Menschen mit Erzählungen konfrontieren, die sich auf eine Bedrohung fokussieren, eine einfache, aber kreative Erklärung bieten und behaupten, es wäre die einzig wahre Erklärung für ein Phänomen. Das alles steht in krassem Gegensatz zu dem, was eine Theorie eigentlich ist. Deshalb vermeiden wir auch das Wort Verschwörungstheorie. Denn das gibt den Ideen einen wissenschaftlichen Anklang, den sie nun wirklich nicht haben. Eine wissenschaftliche Theorie lässt immer offen, in welche Richtung sie ausgeht. Dementsprechend muss auch ergebnisoffen geforscht werden. Das bedeutet, wenn meine Theorie lauten würde, dass Reptiloide die Welt beherrschen, dann muss ich erstens einen Weg finden, das zu beweisen und dann im Weiteren auch offen dafür bleiben, dass jemand den Gegenbeweis erbringt. Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, sind in den seltensten Fällen offen für Diskussion und Herausforderung ihrer Ideen oder Thesen. Wenn sie mit Zahlen, Daten und Fakten konfrontiert werden, lehnen sie sich oft zurück in ihre eigene Sprache und verurteilen die Fakten als verbreitet von Lügenpresse und Unwahrheiten. Zusammengefasst: Verschwörungserzählungen sind alternative Erklärungen, die in einfacher Sprache und Struktur präsentiert werden. Sie werden als die eine große Wahrheit gehandelt und andere Erklärungen werden als Lügenpresse abgestempelt. Verschwörungserzählungen haben nichts mit wissenschaftlichen Theorien zu tun. An bestimmten sprachlichen Mustern können sie erkannt werden.